Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Home Sweet Home. So, ich befinde mich noch in der Aufnahmesession und ich denke mir, ich mache das jetzt auch wahrscheinlich zu Ende. Ich gehe mal davon aus, es sind schon recht weit am Ende. Da gibt es auf jeden Fall Schlüssel und alles mögliche. Ich denke mal, ich muss mich hier kurzzeitig bedienen. Huh. Oh nö, ich will da nicht laufen, ne? Ich hasse laufen. Also vor irgendwas weglaufen. So irgendwo lang schleichen und Co. Das ist ja alles. Na, ey, fange dich. Das ist ja alles gut und schön, aber vor irgendwas weglaufen? Oh nee. Darum so Outlast und Co. Das ist nicht so meins. Eigentlich auch sowas hier nicht. Denn lieber, naja, Jumpscares oder eigentlich eher gar nichts. Mehr so Spiele, die wirklich nur auf Musik und Atmosphäre aufbauen und da entsprechend Horror verbreiten, sind für mich die allerbesten. Hier so weglaufen und Jumpscares, da kriege ich Anfälle. So, hinterlassene Notizen und Dienst haben einen Polizeibeamten. Ich weiß, das spielt Beamter, aber das ist völlig egal. Ja, Erklärung? Hier. Was? Ich muss oft in der Nacht den dritten Stock durchkommen. Wenn ich den Schlüssel nicht zurückgegeben habe, lasse ich den im Tresor in meinem Büro. Unter Inspektor Buncha. Was ich nicht verstehe. Was meint er mit durchkommen? Was ist so ein Schlüssel? Oh, lass mich raten, der passt nur für unten. Ja, toll, so ein Zufall. Ach, leck mich doch. Ich glaube nicht. Ist das hier eine Polizeistation, wo wir sind? Weil hier liegt Uniform. Geht nicht. Hä? Warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Ich denke mal, das soll ein Weg sein zum Abhauen dann. Vor irgendjemanden, ne? Oder das wäre jetzt vielleicht das gewesen, wo ich hätte abhauen müssen, wenn mich die Mutti da verfolgt hätte auf dem Klo. Wer schnauft hier? Wer atmet hier so schwer? Vor allem, wenn das eine Polizeistation ist. Ey Leute, ernsthaft, wie sieht denn das hier aus? Räumt ihr hier nicht auf oder was? Ein Hinweis für etwas. Moment. Muss man sich notieren. Aber krass, wo es hier überall Hinweise gibt. So, 09-01-08. Und so ein komischer Kreis davor. Ich weiß aber gerade nicht, ob der so eventuell wichtig ist. Wir malen mal einen Kreis und da rein malen wir noch einen Kreis ausgefüllt. Da ein Pfeil und dort ein Pfeil. So. Ah. Ah, ich weiß wofür. Warte, 09. Die Frage ist, steht da auch eine Richtung? Hallo, drehen? Hey, wie hat er sich jetzt gedreht? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich spiele auch mit Controller, also so ganz, ich raff's wirklich nicht. 01, 09, 01, 08, ja, es ist... Also wenn ich jetzt auf A drücke, das erste Passwort wählen. Okay, der dreht die ganze Zeit, aber... Wählen wir mal das erste Passwort. Ja, das erste Passwort wählen. Hä? Ich raff's nicht. Ich raff's wirklich nicht. Warte mal. Drehen. Okay. 09. So, das zweite. Achso, W. Ist die 01. 01. Und das dritte ist die 08. So. Hat natürlich nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Vor allen Dingen, es lässt sich drehen, aber die Frage ist, wie? Bei mir wird angezeigt mit dem. Warte mal, wir setzen das Ganze einfach mal zurück. So. Jetzt machen wir das erste Passwort wählen. So. Hä, warum hat er auf die 0? Ja, aber nicht ich. Ey, ich verstehe es doch nicht ganz, was das mit dem Punkt auf sich hat, ne? Also mit dem Pfeil, mit dem unten den Pfeil und oben den Pfeil. Kann das sein, dass da vielleicht noch eine Zahl fehlt, weil da ist noch zwischen der 01 und der 08 das Platz für eine Zahl. Weiß es gerade nicht. Ich bin mir gerade unschlüssig. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, inwieweit ich mich hier in aller Ruhe umsehen kann. Oder ob dann gleich irgendwo die Mutti kommt und sagt von wegen, ja. Oh, der hat hier diese übelste Schnappatmung. Auf mit dem Mist. Schraubendreher. Nehmen wir mit. Ich weiß zwar nicht wofür, aber wir nehmen ihn erstmal mit. Wie der stampft, der Kunde. Das ist der... Ist der Wahnsinn. Ich hab schon wieder meinen Timer vergessen. Das kann doch nicht wahr sein. In einer Aufnahmesession zweimal den Timer vergessen. Ja? Das muss man erstmal bringen. Ich raff's nicht. Ich raff es wirklich nicht. Ich versteh's nicht. Genauso wie mit dem Drehen. Ne? Also... Ach, runterdrücken ist zurücksetzen. Ah, und nach oben ist, jetzt kann ich damit auch was machen. 01, 08. Oh. Der geht immer auf die 7 zurück, okay. Die Frage ist... Das geht ja halt auch in verschiedene Richtungen, ne? Also wenn ich damit jetzt anfange, so, geht der jetzt direkt zurück. Ich mache die 10. Also die 1. Vor allen Dingen ist es eigentlich eine 0-1, ne? Wenn man es so sieht, ist die 0-1. Aber kann ja nicht sein, ich kann ja nicht diese einzelnen Dinger anspringen. Merke ich gerade. Ich kann nur diese vollen Zahlen anspringen. Ah, macht er nicht, das ist... Können wir hier anfangen. Wir fangen mal von hinten an. Okay, macht er auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, was die mit dem kleinen Pfeil oben und den längeren Pfeil unten wollen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass da eine Zahl... Na wohl, nee. Da kann keine Zahl fehlen, weil da lässt mich ja nur 3 eingeben. Irgendwo ging, glaube ich, gerade eine Tür auf. Es hat geknorkst. Sonderausgabe, Einblick. Warte mal. Gibt es hier irgendeine Zahl noch? Nicht? Einer der Geister im Buddhismus. Sie scheint ein echt beschissenes Polizeirevier zu sein, weil die haben da oben ein Loch in der Wand. Ha, na klar, die Tür gab es vorhin noch nicht, oder? Das könnt ihr so vergessen. Aber ich wette mit euch, da wird irgendwo genau das sein, was ich brauche. Ich hasse mich und dieses Spiel. Alter. Okay, das war jetzt nicht so erschreckend wie angenommen. Ich dachte jetzt wirklich, da steht die Mutti. Also, dass mich da so ein Vieh anplägt, damit habe ich jetzt zwar auch nicht gerechnet, aber die Mutti hätte ich jetzt ein Stückchen schlimmer gefunden. Dafür steht die Mutti mit Sicherheit hier irgendwo. Auch nicht? Prüff. Junge, der stampft, wie der stampft. Prüff. Ich habe gerade echt, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen dämlichen Tresor aufmache. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, was die damit wirklich meinen, ne? Also das ist mir irgendwie gerade ein bisschen zu hoch. Einfach ausprobieren, was anderes kann man da eigentlich schon fast gar nicht mehr machen. Nein, verdammt. Was ist das? Okay, da geht auch nicht. Ich bin gerade irgendwie leicht verwirrt. Aber diese leichte Verwirrtheit machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Weil ich sehe gerade, wir sind ran. Ich will hier nicht wieder Überlänge produzieren. Also eine Viertelstunde bis 20 Minuten sich gruseln ist wesentlich angenehmer als eine halbe Stunde. Da ist irgendwann die Luft raus. Von daher, Jungs, Mädels, diese Folge war leider nicht ganz so gruselig wie die Folge davor. Aber es muss ja schließlich auch ein bisschen Story dabei sein. Und wir müssen ja unsere Jane finden. Ja. Gut, der Klopskoffer, der auf dem Klo, den wir da beim Kacken gestört haben, tut mir sehr leid. Ja. Und den Safe kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Haut rein. Ciao.